bevor ihr euch dieses Video anguckt, ihr guckt es ja bereits, weil es läuft ja gerade, voll cool, aktiviert die Glocke auf meiner Seite, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid, wenn ein neues Video hier gerade hochgeladen wird. Und abonniert mich, ist alles kostenlos. Mach das, ist irgendwo hier unten rechts oder da. Ich weiß nicht, ob das Spiegel verkehrt ist mit der Kamera, ich habe gar keine Ahnung und ich rede wieder viel zu schnell. Bis denne? Ne, nicht bis denne. Schaut euch das Video an. Es geht weiter. Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Man kann das schon wieder kaum glauben, aber es ist wieder soweit. Ich bin wieder ein bisschen crank. Deswegen wird meine Stimme so klingen wie bei einem 12-Jährigen. Warum ich gerade eben noch im Intro, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gequatscht habe, weil es so lange her ist, aber ich hatte da was anderes an aus folgendem Grund. Dieses Video mache ich jetzt schon, ich glaube, die dritte oder vierte Aufnahme und jedes Mal ist diese Tonspur auf dieser verfickten Speicherkarte, fick die Speicherkarte, vertauscht, umgedreht, versetzt, wie auch immer, alles zum Kotzen. Im anderen Video kann man nämlich noch sehen, dass wir gar keinen neuen Tresen haben. Jetzt haben wir den. Leute, ja, wir haben einen neuen Tresen. Wir haben ihn ein bisschen verlängert. Wir wollten es, dass die Leute bzw. die Kunden nicht mehr rüber gucken, denn da sind ja auch mal ein paar Materialien, die uns gehören, ne? Und das wäre echt scheiße gewesen, wenn man da irgendwann rübergreift und irgendwas klaut. Wir sind noch nicht ganz fertig. Es fehlt hier und da noch ein Brett, wobei wir jetzt doch uns entschlossen haben, das Ganze nochmal abzubauen und so ein, mir fehlt das Wort, Penis. Ja, wir haben überlegt, das Ganze mit so einer Maueroptik halt zu, ach Mann, Alter, ey, reden ist so anstrengend, wenn die Nase voll ist. Ich muss kurz Nase schnappen. Vor allem meine Nase fühlt sich schon so an wie so ein Tanzzapfen, Alter, wenn ich die mit dem Taschentuch hier festhalte und reinrotze, weil alles schon so verhärtet ist und wund ist. Kennt ihr das, Alter, wenn die Nase wund ist? Hass ich. Folgendes, ich habe gerade vergessen, wo ich stehen geblieben bin, deswegen mache ich einfach weiter und wir kommen einfach zum nächsten Thema und zwar zum folgenden Thema, worum es eigentlich überhaupt gehen sollte in diesem Video, wo ich schon 4 Aufnahmen gemacht habe oder 3, die alle für den Arsch waren, warum auch immer, wie gesagt, scheiß Speicherkarte und so, und zwar zum Haut. Zum Hautteint oder wie auch immer man das nennt. Ich würde jetzt einfach nur straßenabimäßig sagen, würde dazu sagen jetzt Hautfarbe. Ja, folgendes. Es gibt gewisse Hautfarben, die lassen sich nicht gut tätowieren in Sachen, wenn du Farbe benutzt. Ja, Farbe, kommen wir kurz mal zum hier, zeige ich euch schnell. Wenn ich von Farbe rede, dann meine ich kein Black and Gray, sondern Farbe. Haha. Farbe! Denn wenn du, ich erzähle es euch jetzt mal so, da ich schon so oft aufgenommen habe, habe ich tatsächlich vergessen, was ich eigentlich überhaupt erwähnen wollte. Aber kommen wir mal so dazu. Machen wir das mal schulnotenmäßig, ja? Hautteint bzw. Hautfarbe 1 ist Schafskäse, komplett weiß. Hautfarbe 2 ist so Unterschafskäse, so engländermäßig. Viele Frauen, die sehr blond sind zum Beispiel, haben die Haut, den Hauttyp 2. So, jetzt habe ich das passende Wort übrigens gefunden. Und Hauttyp 3 ist, ja, wie soll ich sagen, ist schon so, ich war mal im Solarium, gehe aber nicht immer und bin eigentlich relativ weiß. Hauttyp 4 ist schon, ich gehe öfters ins Solarium. Hauttyp 5 ist, ich lebe im Solarium. Und Hauttyp 6, ein dunkel pigmentierter Junge, Mann, Frau, Mädchen. Was ich euch damit sagen will ist, man kann nicht, wenn man im Haupttyp 4 bis 6 sich befindet, sollte, also was heißt man kann nicht? Man kann schon, aber man sollte, das gebe ich als Empfehlung weiter an euch da draußen, wenn ihr im Haupttyp 4 bis 5, 4 bis 6 existiert, so da ist so eure Hautfarbe so, dann solltet ihr auf jeden Fall keine Farbe verwenden bei euch auf der Haut. Wenn der Tätowierer denn zu euch sagt, na, sei ja kein Problem, alter Mensch, natürlich kann ich Farbe bei dir verwenden, sei ja kein Problem, tätowiere ich dir rein und dann ist gut. Dann ist nicht richtig aufgeklärt oder will euch verarschen und das Geld euch aus der Potte ziehen, weil er euch einfach trotzdem tätowieren wird, damit der Kohle hat. Ich würde euch zum Beispiel sagen und jeder andere hier bei Tintenfüller, dass bei dir die Farbe bzw. die helle Farbe, gelb, pink, was haben wir noch, hellgrün, hellblau, nicht wirklich zum Vorschein kommt auf eurer Haut. Das ist mein Anliegen an euch. Haltet euch daran, ist einfach 1000-mal besser, dann habt ihr keine Probleme. Sprich, es wäre besser, wenn ihr ein Black and Gray bei euch verwendet oder halt mittlere bis dunklere Farbe benutzt, damit das Ganze ein bisschen nach was aussieht. Ich würde natürlich euch das so empfehlen, ich würde komplett Farbe weglassen. Vielleicht ein Eyecatcher wie Rot oder Mittelblau würde ich so verwenden. Aber ich würde niemals, wenn du jetzt reinkommst und sagst, ja, ich habe so, also ich
erkenne es ja dann schon als Tätowierer, ist ja klar so. Hauttyp 4 bis 6, dann sage ich natürlich, Farbe auf gar keinen Fall, mein Freund, wäre einfach ein Albtraum. Das würde so und so dann aussehen. Denn wenn das fertig tätowiert ist, frisch, kann es sein, dass es noch ganz okay aussieht. Aber sobald die Haut regeneriert ist und ein, sprich, die Haut wieder völlig neutral ist, außer dass jetzt Farbe drin ist, sieht das meistens so aus, als wäre das Tattoo ausgeblichen oder schon 20 Jahre alt bei Farbe. Wenn du also Bock auf Farbe hast und wirklich öfters im Solarium bist oder sogar in der Sonne wohnst, dann solltest du das Ganze sein lassen. Das ist einfach mein Tipp. Bleib einfach bei Black and Gray. Du siehst es schon bei Black and Gray. Wenn dir Black and Gray tätowiert wirst, siehst du schon an den ersten zwei Nuancen, wenn du jetzt Typ von Black and Gray Light benutzt oder halt Mittel. Vor allen Dingen, geil, das eine sage ich in Englisch und das andere sage ich in Deutsch. Dann wirst du schon sehen, wie dunkel das auf deiner Haut wirkt. Bei einem, der weiß ist, wirkt das ganz anders. Ja, das ist faszinierend, ist richtig krass, ist übelste Wissenschaft, aber auch übelst geil, weil so kannst du halt bei gewissen Leuten, die einen bestimmten Hauttyp haben, wunderbar mitarbeiten. Also Leute, alle, die in Schafskäse sind, bis Hauttyp 2 und 3 geht natürlich auch noch, denen kann ich natürlich nur empfehlen, sich Farbe tätowieren zu lassen, denn das wirkt unfassbar gut. Wenn das Tattoo abgeheilt ist, dann sieht das richtig geil aus. Ja, das wirkt einfach bei euch ganz anders. Glaubt mir, selbst nach 10 Jahren wirkt die Farbe noch bei euch, wie als wäre es gerade frisch gestochen vor 2 Wochen. Ja? Lasst euch nicht verarschen da draußen. Geht zu keinem Tätowierer, der von vornherein schon sagt, ja, ist kein Problem, ich knall dir irgendeine Farbe darauf. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Dann nimm einfach deine Sachen, nimm deine Beine in die Hand und geh raus aus dem Laden. Das kann ich nur empfehlen. Ja? So, haben wir wieder was gelernt. Kam lange kein Video. Lag daran, weil die Spur wieder vollkommen verzogen war und eventuell wird das jetzt auch wieder sein. Mal gucken. Wenn es wieder so ist, dann habe ich keinen Bock mehr und scheiß auf YouTube. Gut, alles klar. Peace. Bis dann, Antenne. Haut da rein. Begrüßt uns. Wir sehen uns im Laden. Begrüßt uns. Alter Sascha. Ciao.